Ei, wie heute Mittag auch schon, da will man mal hier schön auf was Kleines gehen, auf Schleie, auf Brasse und ähnliches. Und was passiert? Hart im Drill. Hart im Drill mit wahrscheinlich einem Amur, vielleicht einem Schuppenkarpfen, so schnell ist er gerade nicht. Aber im Vergleich zu heute Mittag nochmal leichteres Setup. Und der macht ernst. Der macht wirklich ernst. Schön nach oben ziehen, hart in den Blank, richtig hoch, 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 hoch. Und jetzt ziehen. Und jetzt einfach ziehen. Kann ich noch weiter hoch die Bremse? Für Notfall. Auf jeden Fall jetzt erstmal so halten. Oh, Glück gehabt. Eieiei. Sehr, sehr, sehr cool. Wenn die denn so reingehen hier. Oh, jetzt wird es schon kritisch. Wieder ein bisschen runter. Kritisch das Ganze. Keine großen Kopfschläge. Komm ran hier. Und die Route neigt sich von alleine wieder. Einfach zu viel Last. Und jetzt lässt er wieder nach. Sehr schön. Sehr schön. Okay, er kommt rein. Wahrscheinlich gar nicht so schwer, denn ich bin hier nur mit einem kleinen Vorfach von ungefähr 7 Kilo unterwegs. Tatsächlich wieder einen Amur, oder? Schönes Ding. Ach ja, heute Mittag hier schon gestanden und getestet und ausprobiert. Und es ist ziemlich wild, also ziemlich kunterbunt hier reingegangen. Ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft auf Schleie. Schleie ging gar nicht. Zumindest gar nicht auf Käse und die Schleien-Käsemische, die ich zusammengemixt hatte. Da hatte nicht eine Schleie Bock drauf. Aber eben auch Amure. Ja, unter anderem auch diese Gewichtsklasse bis um die 10 Kilo. Und damit hauen die dann schon mal richtig gut ab. Hier an der wohl, ja, mit bekanntesten Stelle an der alten Festung stehe ich jetzt gerade. Alles schon mal ausgelegt hier. Alter, da war sogar noch der Bügel offen. Alles schon mal ausgelegt hier mit Knoblauchteig und Knoblauchfuttermische. Und der geübte alte Festungsangler weiß sofort, in welche Richtung es geht. Richtig Brassenangeln. Absolut. Ich teste, ob hier noch was geht. Denn auch heute Mittag beim Rumtesten hier mit Käse ballerten mir hier große Brassen rein. Wo ich dann auch dachte, alles klar. Warten wir mal auf die Nacht. Ja, und jetzt einige Stunden später, also real life einige Stunden später, ist das Wetter, beziehungsweise ist es jetzt gerade auch von der Uhrzeit genau richtig. Es geht langsam in Richtung Abend. Und da habe ich gedacht, ja, perfekt, jetzt doch nochmal schnell zu der Stelle gehen und nochmal hart auf Brasse testen. Also, jetzt haben wir genau kurz nach 18 Uhr. Ist schon mal eine ganz gute Uhrzeit, wenn man den Spot anfüttern möchte, dass man dann eben startklar ist, Brassen ready, also so zwischen 18 und vielleicht 8 Uhr, 9 Uhr morgens, dass man in der Zeit das Maximum versucht eben rauszuziehen. Gucken wir mal, was hier jetzt dran ist. Oha, oha, wieder ein großer Kandidat. Ich muss ein bisschen aufpassen. Der war jetzt zum Glück nicht ganz so groß. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal ein bisschen runter von der Bremse. Und der nächste. Ei, ei, ei. Okay, das ist hier gefährlich. Das ist ja mega gefährlich hier. Also nichts für kleines Setup. Es sei denn, man hat Bock auf einen langen Drill. Okay, das ist tricky hier. Vielleicht muss ich gleich ein bisschen stärker reingehen, wobei das nicht so gut ist fürs Brassenangeln, wenn man hier mit so einem dicken Vorfach unterwegs ist. Für die Brasse doch lieber ein bisschen feiner und ein bisschen dünner reingehen. Ei, 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 die Amure gehen aber steil, ey. Und das mit kompletter Futtermische auf Knoblauch. Also Knoblauchteig und die Futtermische ist quasi, ja, wie schon so oft gesagt, eine Brassenmische plus, in dem Fall Brassenmische plus Knoblauch. Richtig. Gucken wir auch gleich auf jeden Fall nochmal rein.
Wir gucken, glaube ich, mal eben ins Setup rein. Wenn wir schon mal hier sind, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Nehmen wir den nochmal eben mit, dann kommen wir auch da gleich direkt rein. Ja, auch der hier wieder viel am Rumzubbeln. Na, vielleicht auch wieder ein Amur. Gerade die Amure, die zubbeln ja schon mal so lange. Ähnlich lange, wie es die Quappen manchmal machen und die Rotaugen machen das gerne. So machen das auch dann gern die kleineren Amure. Jetzt geht er ab. Na guck, aber gar nicht so groß, da können wir noch ein bisschen hochziehen. Ah, yeah. Das Rotauge war's. Also, wir gucken mal eben rein. Vom Setup her, ja, mit dem 1er-Haken unterwegs, 7,7 Kilo Vorfach, Fluorocarbon natürlich, schön durchsichtig. Futterkorb hier ganz klassisch und wie häufig halt verwendet. Also ich ändere das eigentlich nie auf dem Setup. Ich verwende hier einfach die ganze Zeit die Monoschnur, weil ich habe hier 300 Meter Schnur drauf. Reicht komplett auf der HSV, was willst du mehr? 19 Kilo, damit kann ich ja bis zum Karpfenangeln alles machen. Und dann dementsprechend ändere ich hier nur noch die Vorfächer ab, wenn ich eben mal auf was Kleineres gehe. Futtermische gucken wir uns gleich noch an. Jetzt ziehen wir erstmal hier den nächsten Brocken raus. Ach du je. Ei, ei, ei. Ich muss hier größere Vorfächer machen. Also für den Tag jetzt hier. Vielleicht wird es in der Nacht weniger, aber hier sind ja so viele Amure. Das wird doch so nix. Amur-Spot beim Brassenkloppen. Beziehungsweise einfach Amur als Beifang. Das ist zu heftig. Was hat der denn hier? Auch 3-4 Kilo nur, ne? Sonst wäre er nicht so schnell draußen. 7! Oha! 7 Kilo. Und hier geht's weiter. Aber ich verscheuche mir dann die Brassen, ne? Tja, das ist jetzt die Bredouille. Wir gehen mal auf 9 Kilo. Gehen wir mal in den Kompromiss. 9,7er Fluorocarbon. Zack, wieder raus. Und dann gucken wir mal, ob sich das hier so... ob sich das hier so bezahlt macht. Und ob dann die Brocken vielleicht ein bisschen leichter rausgehen. Und wir trotz allem noch die Brasse fangen. Das ist ja wichtig. Übrigens, im Discord sind noch jede Menge aktuelle Spots zum Brassenangeln. Ich glaube, zuletzt hier links an der Ecke, ein bisschen weiter, war noch ein Spot. Also immer wieder auch die alten Spots testen, so wie man es halt kennt vom Brassenangeln. Immer wieder die alten Stellen, die alten in Anführungszeichen. Es gibt quasi keine wirklich alten Spots, genauso wie es keine wirklich alten Videos oder so gibt. Die Infos, die es dazu gibt oder die es in den Videos gibt, die sind immer wieder aktuell oder sie sind immer aktuell. Und die Spots sind auch immer wieder laufend, nur ändern sich manchmal die Vorlieben der Köder. Das heißt, da muss man natürlich so ein bisschen Variation reinbringen, aber die Spots sind immer wieder da und manchmal haben sie vielleicht eine Woche Pause, dann testet man die halt danach nochmal ein bisschen. So, was haben wir jetzt hier? Moment, hier wollte ich doch auch nochmal ändern. Hier bauen wir auch nochmal schnell um, bevor der andere jetzt hier abgeht, auf 9,7. Futtermische lasse ich noch drauf, weil Brassen fressen, was das Zeug hält. Vielleicht verscheuchen wir ja auch gleich mit wahnsinnig viel Futtermische am Spot die Amure und haben dann eher die Brassen. Das wäre natürlich auch ein Ding. Also einfach mal den Spot hier richtig voll klatschen mit Futtermische. Die Brasse freut sich und die Amure denken sich vielleicht, puh, Algen, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel Futter. Ich mach mal einen Abgang. So. 1, 2, 3. Ja, also bisher ein guter Amur-Spot am Tag für, ich sag mal, mittelprächtiges Setup. Damit kommt man ungefähr klar. Ja, sollte hier mal was ganz Großes reingehen und man muss hinterher rennen, dann wird es tricky. Wenn das mal passiert und euch haut ein Fisch nach da hinten hin ab, sofort zusehen, Bremse runtergehen, natürlich die Spannung aufrechterhalten und dann über die Brücke laufen gegen die Richtung, wohin der Fisch gerade abhaut. Oh, danke. Nee, ne? Jetzt sehe ich es gar nicht. War das mit extra Maggi? Tatsächlich. Dankeschön fürs Follow. Mal schön ins Video reingeschmuggelt. Sehr gut, ey. Danke dir.
Tja, der Stream montags, mittwochs und freitags immer auf Twitch. Ha, lohnt sich. Lohnt sich. Da wird man auch seine Fragen los und ja, da gibt es auch immer nette, dumme Antworten auf gute Fragen. Das muss doch sein. Ja, also, weiter geht's hier. Die ersten Brassen gehen los. Und ja, genau, wenn ihr im harten Drill seid, ne, dann einmal hier um diesen langen Weg hier einmal rumlaufen, auch wenn das wahnsinnig viel Schnur nochmal kostet. Wenn man auf der Mitte hier ist, ist es schlecht. Also hier auf der Insel ist es immer schlecht. Häufig hauen die eben hinter, also auf der Insel ist es schlecht, weil die Fische häufig hinter dieser Insel abhauen, wenn man hier steht. Das heißt, lieber nochmal den kleinen Umweg laufen und dann außen rumrennen, ist deutlich angenehmer dann für den Drill, wenn man mal einen wirklich großen Brocken dran hat, als eben hier in der Mitte zu stehen. So, jetzt so langsam geht's aber los. Hoffen wir doch mal jetzt so langsam hier auf die Brassen. 3,3 Kilo. Das ist doch schon mal ein richtig gutes Gewicht. So soll das sein. Denn wir haben auch noch einen Kaffeeauftrag drin. Der so mit, ja, so rund 3 Kilo oder sowas waren das. 2,8er. Nächste 3,7. Alter, was sind das für Brocken? Boah, das sind aber mal Kandidaten. Ob das an der guten Futtermische liegt? Einser Haken, ja. Und gutes Futter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Kann man so machen. Und im Idealfall geht hier vielleicht sogar noch die Trophy rein. Lange schon keine Brassen-Trophy mehr dran gehabt. Könnte man mal wieder mitnehmen, oder? Wäre ich auf jeden Fall bereit. Hier gehen wir mal ein Stückchen nach hinten. Ich sehe gerade, hier im Nahbereich, wir sind ja hier gerade auf 7 Meter geklippt. Manche schreiben es auch immer mal wieder so unter die Videos, dass man den Rutenhalter und sowas nicht ins Wasser stellt. Ja, wenn man hier weit auswirft und so, hat das alles keine Auswirkung. Aber das soll ja auch nicht triggern. So, wir rennen ja hier auch nicht im Wasser rum, wir planschen mit den Füßen nicht im Wasser rum. Dann verscheuchen wir ja auch hier nichts auf 7 Meter Entfernung. Ja, 7 Meter der Clip. Hier geht schon, glaube ich, der nächste rein. Ja. 7 Meter der Clip. Und ich würde sagen, wir gucken mal eben in die Futtermische rein. Wir haben es noch nicht mal richtig Nacht. Das und ja, es geht los. Also bevor es gleich hier richtig wild wird und die Frequenz dann losgeht. So. Gucken wir mal eben rein. Also, Futtermische ist wie folgt aufgebaut. Natürlich einfach nur in Bällchenform, ohne PVA und alles. Basis Perlgraupe. Perlgraupe, immer gute Basis. Ist auch ein Köder, den man also immer wieder gut verwenden kann. Also Perlgraupe, wenn Knoblauch mal nicht geht, natürlich auch mal testen. Auch vielleicht einfach mal das Brassen-Tutorial angucken. Da werden auch noch die ganzen verschiedenen Spots und die verschiedenen Vorfächer, Hakengrößen und sowas alles genannt. Ich verlinke das nochmal. Brassen-Tutorial, wenn ihr euch unsicher seid, zum Brassenangeln hier an alten Festungen. Da wird einfach nochmal alles von A bis Z durchgegangen. Hier jetzt sind zwei Komponenten drin, die einfach standardmäßig drin sind. Fliegenmarder und Hirsebrei sind einfach die Komponenten fürs Brassenangeln. Was jetzt hier Bonus ist, sind Feed Pellets. Also kleine Futtermischkügelchen mit kompletten würzigen Knoblaucharoma. Und dieses Knoblaucharoma, das ja, ist einfach jetzt nochmal der Kick sozusagen. Das pusht hier nochmal mehr unseren Knoblauchteig als Köder. So, und dann haben wir hier eben den Spot eben schön komplett auf Knoblauch angefüttert. Wenn man die Feedpellets noch nicht verwenden kann, einfache Brassenfuttermische reicht total aus. Also auch das sind ja Basics, wenn man also hier im Low- oder Mid-Level gerade unterwegs ist, dann ist das hier der richtige Ort, um dann mal schön nebenbei auch Futtermische zu skillen, dass man dann später so mit Level 20 plus auch irgendwann mal erfolgreich Karpfenfuttermischen herstellen kann, damit das auch mal langsam weitergeht. Ja, also ich bin gespannt, was geht. Bisher okay, wild, guter Anstieg, ging also gut los.
mit dem Brassen, ging auch sehr gut los mit den Amuren. Das heißt, man kann auch hier schön den ganzen Tag überstehen. Es ist natürlich jetzt die Frage, wie verändert sich der Spot am Tag, wenn wir hier die ganze Nacht durch Futtermische reingeballert haben. Den Brassen, wie gesagt, ist es egal. Wir können die ganze Zeit Futtermische drauflassen. Aber ob die Amure dann am Tag noch da sind, kann natürlich sein, was war das Wildes? Kann natürlich sein, dass es dann für die Amure am Tag vielleicht nicht mehr so sexy ist. Dann vielleicht doch noch einen etwas anderen Spot suchen. Oh, jetzt gehen hier aber ein paar kleine rein. Gucken wir mal, was hier noch geht. Ist da noch was dran? Nee, ne? Da war gerade so ein kleiner Platscher. Ja, abwarten heißt es, ne? Abwarten heißt es. Es könnte mehr los sein. Ich sage es euch, wie es ist. Der Anfang ist gut. Die Größen sind richtig, richtig gut. 2 Kilo plus, 3 Kilo, 3 Kilo plus. Richtig, richtig gut. Die Frage ist, zieht sich hier noch ein bisschen mehr durch oder nicht? Tja, ich würde sagen, das bedeutet testen, testen, testen und probieren, wie immer. Also einfach mal hier hin, ausprobieren, Knoblauchmische rein, Karpfenmische rein, Brassenmische rein. Und dann gucken, dass die Brassen rauskommen. Petri, ihr Lümmels, ich hoffe, das Ganze hilft. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer RF4 auf Twitch. Oder mal im Livestream auf YouTube. Random Gaming, aber natürlich auch zwischendurch mal gerne RF4. Letztens auch wieder so ein bisschen so ein Q&A gemacht. Also von daher Kanal abonnieren, Glocke reinballern. Dann kriegt ihr auch die Info, wenn der nächste Livestream startet. Also jetzt hier, ab ans Wasser, Brassen kloppen, Petri.